meine Damen, meine Herren, dieses Deutschland-Treffen findet wenige Wochen nach dem 8. Mai statt. Dem Tag, an dem diesmal den 66. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges gedacht worden ist. Und an den Debatten um dieses Datum sieht man jedes Jahr wieder, wie schwer es manchmal ist, deutsche Geschichte auf einen Nenner zu bringen. Das Wort vom Tag der Befreiung, wir haben es am 8. Mai wieder gehört, aber ob es die ganze Realität abbildet und ob es vor allem auch der zeitgenössischen Wahrnehmung vieler Deutscher im Jahr 1945 entspricht, das scheint mir doch ein wenig zweifelhaft zu sein. Ja, die Westdeutschen, auch meine Großeltern im bayerischen Franken, die sind aus heutiger Sicht gesehen damals tatsächlich befreit worden. Befreit von einem verbrecherischen politischen System, das sich außerhalb des christlichen Sittengesetzes gestellt hatte. Befreit zur Demokratie, die erst jetzt in Deutschland endlich Wurzeln schlagen konnte. Aber ganz anders sah die Sache doch für die Ostdeutschen aus, nicht zuletzt für die Ostpreußen. Die konnten sich damals 44, 45, nun weiß Gott, nicht befreit fühlen. Im Gegenteil, sie sind sozusagen vom Regen in die Traufe gekommen, vom Nationalsozialismus zum Kommunismus, einem Kommunismus, der ihnen zunächst schrecklicherweise auch gleich noch in Gestalt der Roten Armee begegnet ist. Und insofern frage ich mich schon, ob das vom Tag der Befreiung ein für alle Deutschen gleichermaßen zutreffender Begriff ist und ob nicht vielleicht was ein früherer Bundespräsident dazu einmal formuliert hat, der Realität, der vielschichtigen Realität des Mai 45 nicht am ehesten gerecht wird. Theodor Heuss war es, der ja einmal formuliert hat, die Deutschen seien damals erlöst und vernichtet in einem. Worden erlöst und vernichtet in einem. Ich glaube, da ist nicht